Leute und herzlich willkommen zum neuen Video von uns. Wir testen heute die Kong Energy Drinks von Lidl. Und zwar von Lidl Europe, weil da sind auch ein paar dabei. Die gibt's in Deutschland gar nicht oder noch nicht. Vielleicht kommen sie ja noch, wenn wir Glück haben. Aber ich habe viele Sorten für euch rausgesucht. Habt ihr ja eben im Einspieler schon gesehen. Und ich würde sagen, wir reden nicht lang rum, wir testen. Und zwar, ich kann euch ja erstmal kurz erzählen, was für Sorten ich alles habe. Also, würde ich mal sagen, fangen wir mit den ganz normalen an. Und zwar ist das das allererste, das Kong Strong Classic. Also das ist das ganz normale mit Zucker und ja, wir testen es gleich. Machen wir die Dose mal auf. Also das ist ja quasi das Billig-Red Bull von Lidl. Haben 100 Milliliter 44 Kalorien. Die rote Dose, ich finde die ja eigentlich echt cool von den Dosen her. Und das probieren wir jetzt mal. Die typische gelbe Energy Drink Farbe. Sehr lecker. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt so im Direkttest merkt Unterschiede zwischen dem normalen, dem Light und dem Zero. Also das schmeckt schon mal sehr gut. Das ganz normale, ursprüngliche. Das gibt es in Aktionen auch immer in XXL, das in 500 Milliliter. Die normale Dose hat 250 Milliliter, also die Hälfte. Und wie gesagt, dasselbe auch nochmal in 500 Milliliter. Das nächste wäre das blaue. Das sieht so aus, das ist sugar-free. Die ist blau, die Dose. Da haben 100 Milliliter 4 Kalorien von diesem hier. Das machen wir jetzt auch mal auf. Es gibt heute wieder ein sehr energiereiches Video. So ein ähnliches habe ich auch schon mal gemacht mit allen Red Bull Sorten, die ich so in Europa finden konnte. Den Link dafür schreibe ich euch mal in die Videobeschreibung. Müsst ihr euch reinziehen. Also auch das wieder die typische Farbe. Ja, das schmeckt schon nicht so süß wie das andere. Also wenn ich eins trinke, ist es auch meistens das hier. Das hier ist jetzt eine 330 Milliliter Dose. Das gibt es nur in dieser. Und auch in der Aktion als XXL für in 500 Milliliter. Aber was ich da komisch finde, guckt euch mal die Farben an. Von der kleinen Dose, die ist viel, viel farbintensiver wie die große. Seltsam, aber ist so. Als nächstes haben wir das Graurote. Das ist das Zero. Das steht meistens bei Lidl in der Kühlung, die normalen ja nicht. Und das hat 100 Milliliter 3 Kalorien, also ein weniger, ist eine 250 Milliliter Dose. Also ich selbst habe den Unterschied, den Sinnverhalt zwischen Sugar-Free und Zero hier noch nicht erkannt, außer dass es eine Kalorie weniger hat. Das ist jetzt aber ein bisschen heller wie die anderen. Oh ja, schmeckt total anders. Überhaupt nicht süß. Also das muss ich jetzt sagen, ist von den bis jetzigen normalen Sorten mein Favorit.
weil ich bin so nicht so der Süßtyp. Dann gibt es momentan eine Limited Edition und zwar von der ganz normalen gibt es jetzt die Urban Classic Limited Edition momentan. Die sieht so aus. Also hier steht es ja auch so rum. Limited Edition. Einfach nur eine andere Dose, haben auch 100 Milliliter, 44 Kalorien. Das ist jetzt wieder eine 330 Milliliter Dose. Also die finde ich vom Design her stark an Lidl erinnernd. Und die testen wir jetzt natürlich auch. Also da denke ich, wird es keinen großen Unterschied geben. Auch wieder die Farbe. Ist dasselbe wie das Rote. Einfach nur eine andere Dose. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu noch einer Sonderversion und zwar ist das die Strong Cola von Kong. Die gibt es momentan. Diese hier ist jetzt aus der Tschechei. Tschechien haben wir die gekauft. Die gibt es aber in Deutschland auch. Alle bisherigen Sorten gibt es hier überall in Deutschland zu kaufen. Es gibt ja von Red Bull und sowas, von Booster, alle möglichen, gibt es ja auch Cola. Die schmeckt mir überhaupt nicht. Jetzt bin ich mal gespannt auf die. Also typische Cola-Farbe. Also das schmeckt widerlich. Aber ich finde die anderen halt auch alle eklig. So, jetzt haben wir, das ist jetzt eine große 500 Milliliter Dose, die gibt es auch nur in dieser Größe, also die gibt es in klein gar nicht. Und zwar sieht die so aus, das ist die Colossos Energy Drink, die ist mit Taurin und Guarana. Da haben 100 Milliliter 48 Kalorien. Also noch mehr wie das ursprünglich normale. Die Cola hat übrigens 100 Milliliter 39 Kalorien. Dann machen wir die auch mal auf. Die grüne Colossos. Hat aber auch wieder dieselbe Farbe. Ihr kennt doch bestimmt den Geruch von einer vollen Babywindel mit Penatencreme-Duft. Ich finde, genauso schmeckt es. Die schmeckt total, also die riecht total nach Penatencreme. Also das ist jetzt überhaupt nicht meins. Und jetzt gibt es das gleiche. Colossos nochmal in hellblau. In Zero. Da sieht die Dose so aus. Also die Dose finde ich sehr schön. Zero Calories and Zero Sugar. Und ist auch die einzigste. Also hier ist der Deckel schwarz. Und bei dem Zero ist der Deckel hier oben in hellblau. Alle anderen sind silber. Oh. Das sieht ja ganz anders aus. Das ist ja weiß. Mit Ginseng und Guarana-Extrakt. Also das ist genau das gleiche von den Zutaten her, aber ist weiß. Boah, das ist total süß. Das ist total süß, aber noch wirklich 100 mal besser wie dieses hier. Also das hier ist sogar noch ekliger wie die Cola. Dann als nächstes habe ich diese Sorte hier. Das sind wieder 250 Milliliter Dosen.
Und zwar ist das Cassis Energy Drink. Da sieht die Dose so aus. Also in lila Auberginenfarben. Das haben wir jetzt auch aus Tschechien. Gab es allerdings, als wir in Luxemburg waren, könnt ihr mal in unser Luxemburg-Video reinschauen, was wir da so gekauft haben, gab es das auch. Also, das gibt es wohl überall, nur in Deutschland nicht. Schau mal auf. Haben 100 Milliliter 46 Kalorien. Trotz Cassis, auch das typische Farbe. Schmeckt jetzt nicht so streng nach Cassis, aber hat einen wirklich fruchtigen Nachgeschmack. Also das ist schon nice. So, jetzt habe ich noch drei Sondersorten. Die habe ich noch nirgendwo in keinem Lidl in Europa gesehen, außer in Tschechien. Und zwar sind das so drei Cocktailsorten. Die sind so. Sind kleine 250 Milliliter Dosen und zwar ist es Mojito, Cuba Libre und Kamikaze heißen die. Ich würde sagen, wir machen als erstes mal hier den Mojito auf. Das sieht so aus. Also da steht hier unten Mojito, haben 100 Milliliter 47 Kalorien. Also das hat jetzt von allen bisher probierten am meisten. Soll wohl so laut Werbeslogan dort im Cocktail-Look sein. Oh, das ist, guckt euch mal an, wie geil. Giftgrün. Ja, es schmeckt sehr gut. Schmeckt total nach Limette. Also schmeckt jetzt überhaupt nicht mehr nach Energy Drink. Also wer Energy Drink den Geschmack nicht mag, sagen ja viele, es ist wie Kindermedizin oder wie Gummibärchensaft, das überhaupt nicht. Das schmeckt total wie Limettensaft eigentlich schon. Als nächstes machen wir mal den Kamikaze auf. Ich kann euch leider hier nicht vorlesen, was für ein Geschmack das ist, weil man findet hier drauf nur die tschechische Sprache und das kann ich euch leider nicht übersetzen. Haben 100 Milliliter 45 Kalorien. Die Dose sieht so aus. Also das ist ein richtig schön leuchtendes Blau. Und hier steht auch wieder Kamikaze. Vielleicht ist das ja auch blau. Oh ja, das sind ja richtig coole Farben. Also das ist auch leuchtend blau, wirklich wie die Dose. Das erinnert mich ein bisschen an die Eisbonbons. Und wer das Red Bull Video gesehen hat von mir, weiß, ich finde es total ekelhaft. Also so schön wie die Dose ist, so schön wie dieses Getränk aussieht, es schmeckt einfach scheiße, muss man einfach so sagen. Jetzt haben wir noch die pinkne Dose. Also die ist wirklich leuchtend pink. Das kommt jetzt gar nicht so rüber auf dem Video. Und ist Cuba Libre. Und hoffentlich ist das Getränk genauso pink. Das sieht ja aus wie Cola. Riecht wie alte abgestandene Cola. Also Leute, ich muss euch sagen, das ist das Erste, was ich nicht fertig trinken kann. Bah, da hat man total pelzigen Mund.
Nee. Ekelhaft. Gott sei Dank mal das Ekelhafteste zum Schluss. Also von der Reihenfolge her muss ich euch wirklich sagen, hat mir das Cassis am allerbesten geschmeckt. Und dann kommen eigentlich schon die Zero, Sugar Free, die normalen, dann die Sondersorten, das hier vielleicht noch. Aber ich muss euch sagen, diese drei, dieses große grüne Kolossos, die Cola und das Cuba Libre. Nee, das ist Cuba Libre. Bäh. Also diese drei hier kauft ihr euch bloß nicht. Widerlich. Ihr könnt ja gern mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon andere Sorten davon hattet. Ich weiß, letzten Sommer gab es, es gibt ja das weiße Red Bull, das Kokos-Blaubeere. Das gab es von Kong auch. Und letzten Winter gab es Apfelzimt oder Zwetschgezimt, irgendwie sowas, das gab es auch noch. Die waren richtig lecker, aber die habe ich jetzt natürlich nirgendwo mehr gefunden. Ja, mir stößt die ganze Zeit auf. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie gesagt, ob ihr noch andere Sorten kennt, auch aus dem Ausland. Würde mich mal interessieren. Und welche euch vor allem am besten schmecken und welche euch auch überhaupt nicht schmecken. Dann lasst einen Daumen nach oben da, haut rein und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!